Ich darf unsere öffentliche Anhörung als 165. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit eröffnen. Mit etwas Zeitverzug, weil wir technische Probleme hatten. Ich grüße alle ganz herzlich und nicht nur die Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern die Kolleginnen und Kollegen, die Sachverständigen, die Vertreter und Vertreterinnen der Bundesregierung. Diese öffentliche Anhörung findet als Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting mit den Sachverständigen statt. Vorab möchte ich die Sachverständigen und alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen bitten, die per WebEx zugeschaltet sind, sich mit Namen anzumelden, weil das dann gleichzeitig auch die Teilnahmebestätigung ist. Bitte schalten Sie momentan alle Mikrofone aus. Meine Damen und Herren, in der heutigen Anhörung geht es um das Gesetz der Fraktionen der CDU, CSU und SPD, Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze, sowie um zwei Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen. Die Koalitionsfraktionen regen mit diesem Gesetzentwurf unter anderem, dass Apothekerinnen und Apotheker die Impfung gegen SARS-CoV-2 in den Impfausweis nachtragen können. Außerdem werden Hochschulen von der Verpflichtung zur Durchführung von Wechselunterricht ausgenommen und für bestimmte Berufsgruppen soll es spezielle Regelungen für die Aus- und Fortbildung geben, wenn aufgrund gesetzlicher Vorgaben Präsenzunterricht zwingend erforderlich sei. Für den jetzt anstehenden Sommerurlaub werden die Voraussetzungen für Flugreisen konkretisiert. Im Flughafen und im Flugzeug kommen Menschen aus der ganzen Welt in Kontakt. Sie sind daher einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. Mit der Testung bereits vor dem Abflug soll die Wahrscheinlichkeit, dass infizierte Personen reisen, gesenkt werden und der zusätzliche Eintrag von Infektionen mit dem Coronavirus nach Deutschland verhindert werden. Darüber hinaus stellt die Bundesregierung noch einmal klar, dass der Anspruch auf Versorgung bei Impfschäden für alle gegen Covid-19 geimpfte Personen gilt. Außerdem beraten wir über zwei Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen, die sich um den Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds drehen und eine Änderung im Transfusionsgesetz zur Übertragung der Richtlinienbefugnis zur Feststellung des Standes von Wissenschaft und Technik von der Bundesärztekammer auf das PAI und RKI vorsehen. Das zu dem Regelungsbereich in der Anhörung. Bevor wir jetzt mit der Anhörung beginnen, einige Informationen. Die Anhörung dauert 60 Minuten. Diese 60 Minuten werden auf die Fraktionen entsprechend ihrer Stärke verteilt. CDU, CSU 21, SPD 13, AfD 7, FDP 7, Linke und Bündnis 90 jeweils 6 Minuten. Ich darf alle bitten, sich möglichst kurz zu fassen. Die aufgerufenen Sachverständigen sollen vor der Beantwortung der Frage daran denken, das Mikrofon und ihre Kamera freizuschalten, sich mit Name und Verband vorzustellen. Und sobald Sie Ihren Redebeitrag beginnen, sind Sie hier im Saal auf dem Videowürfel zu erkennen. Des Weiteren bitte ich im Saal, die Mobiltelefone auszuschalten. Klingeln kostet 5 €. Ich weise darauf hin, dass die Anhörung live im Parlamentsfernsehen übertragen und das Wortprotokoll auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht wird. Ich danke allen Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben. Und jetzt beginnt die Fraktion von CDU, CSU. Und die erste Frage stellt Michael Henrich. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde meine erste Frage an die Bundesärztekammer richten. Mit dem Gesetzesentwurf erfolgt eine Klarstellung, dass alle Bürgerinnen und Bürger im Falle eines Impfschadens durch entsprechende Versorgungsansprüche abgesichert sind, auch ohne entsprechende Empfehlung der zuständigen Landesbehörde. Wie ist Ihre Positionierung dazu? Frau Dr. Lundershaus.
Ja, Lundershausen, Bundesärztekammer. Wir begrüßen diese Änderung, weil damit klargestellt wird, dass bei Impfschäden nach SARS-CoV-2-Schutzimpfungen Versorgungsansprüche von Betroffenen anders als sonst üblich nicht von einer entsprechenden Empfehlung der zuständigen Landesbehörde abhängig sind. Wir glauben, dass diese Änderung im Gesetz überfällig und alternativlos ist und sowohl den Patienten, die, was wir natürlich nicht hoffen wollen, einen entsprechenden Impfschaden davontragen, als auch die Ärzte entsprechend abgesichert sind. Denn wir wissen ja, dass es Berichte gibt, dass nach AstraZeneca-Impfungen Hirnvenenthrombosen aufgetreten sind. Und es könnte natürlich sein, inzwischen gibt es ja eine Empfehlung, dass dieser Impfstoff nur noch ab dem 60. Lebensjahr verimpft werden soll. Aber es ist dennoch der Ärzteschaft freigestellt, beziehungsweise dem impfenden Arzt nach Risikoabwägung zu impfen. Und wir wissen ja auch, Jüngere zu impfen. Wir wissen auch, dass dieses tatsächlich geschieht. Und insofern wäre das eine Klarstellung, wenn es eine gemeinsame bundeseinheitliche Regelung zu den Haftungsregelungen geben würde. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage geht an die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Herrn Dr. Hoffmann. Und ich hätte gern gebeten um eine kurze aktuelle Lageschilderung, wie es auf den Intensivstationen im Hinblick auf die Fallzahlen aussieht. Und sind aus Ihrer Sicht die Voraussetzungen für das Vorliegen einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach wie vor gegeben? Herr Dr. Hoffmann. Schönen guten Morgen, Frau Hoffmann, DIVI. Die Lage auf den Intensivstationen entspannt sich so ganz langsam. Wir haben also den Peak von knapp 5000 Patienten, die jetzt verlassen sind, jetzt bei knapp 4300 Intensivpatienten. Das heißt, die Zahl ist, wie wir es ja auch vermutet haben, nochmal eben diese genau 3 Wochen hinterhergehinkt. Und wir sehen jetzt eine langsame Entspannung. Aber man muss immer noch sagen, die Situation ist immer noch angespannt. Es sind immerhin noch 4300 Patienten, die die Betten belegen mit einem Erkrankungsbild. Und es sind ja auch Patienten, die eben da zum Teil sehr viele Wochen bis hin zu Monaten liegen, sodass also ein weiterer Abfall der Bettenbelegung sich wirklich noch hinziehen wird. Und bis wir da mal wirklich weit unten sind, unser Ziel wäre ja da mal unter 1000 Patienten zu kommen, wird es noch eine Zeit brauchen, sodass wir intensivmedizinisch sicher immer noch mitten in dieser Pandemie sind und immer noch die Teams extrem belastet sind und wir auch zunehmend hier eben mit Ausfall vom Pflegepersonal zu kämpfen haben und deswegen die Situation immer noch angespannt ist, aber nicht mehr so angespannt, nur wie noch, als wir uns zuletzt gehört haben. Vielen Dank. Nächste Frage stellt Dietrich Mohnstadt. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW. Wir halten daran fest, dass die Durchführung von Präsenzunterricht an Schulen nur bei angemessenen Schutz- und Hygienekonzepten zulässig ist. Bei einer Inzidenz von über 100 soll grundsätzlich am Modell des Wechselunterrichts festgehalten werden. Die Durchführung von Präsenzunterricht ab einer Inzidenz von 165 bleibt grundsätzlich untersagt. Außerdem sollen Schüler und Lehrer 2-mal in der Woche getestet werden. Wie ist Ihre grundsätzliche Positionierung zu dieser Regelung? Danke sehr. Herr Dr. Keller. Ja, vielen Dank, Andreas Keller, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW. Zunächst mal waren wir ein bisschen erleichtert, dass in der Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes vom April ein Stück weit unserer Forderung insofern entgegengekommen wurde, dass ein Inzidenzwert von 165 statt ursprünglich geplant 200 für Schulschließungen verankert wurde und dass auch die Verpflichtung zum Wechselunterricht, die vorher ja gar nicht geplant war, in das Bundesgesetz hineinkam. Allerdings halten wir uns bei unseren Empfehlungen nach wie vor an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts vom Oktober 2020, die ja nach wie vor gültig sind. Und das RKI hat in diesen Empfehlungen bereits einen Inzidenzwert von 35 genannt, um optional zum Wechselunterricht zu gehen, aber ab 50 eine verbindliche Empfehlung schon ausgesprochen. Und die GEW sieht jetzt keinen Grund, von dieser Empfehlung abzuweichen. Also wir halten eigentlich an unserer Forderung fest, ab 50 sollte der Wechselunterricht bereits angeboten werden und ab 100 vom Präsenzunterricht
abgesehen werden. Ich weiß, dass nun jetzt aktuell diese Inzidenzwerte und die Regelungen für die Schulen ja heute bei Ihnen gar nicht zur Debatte stehen. Was ich mir aber auf jeden Fall wünsche, ist, dass man auch die anderen Bildungseinrichtungen, dass man für diese ebenfalls angemessene Hygienevorgaben macht und insbesondere für die Hochschule nicht erst ab einem Inzidenzwert von 165 Maßnahmen verlangt, sondern wie bei anderen Bildungseinrichtungen auch schon vorher, sobald die Pandemie nach dem Bundestagsbeschluss besteht. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich. Ich richte meine Frage an die Bundesärztekammer. Ein zu dem Gesetzesentwurf vorliegender Änderungsantrag sieht vor, die Befugnis zur Feststellung des anerkannten Standes von Wissenschaft und Technik bei der Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und der Anwendung von Blutprodukten von der Bundesärztekammer auf das Paul-Ehrlich-Institut zu übertragen. Wie bewerten Sie diese vorgesehene Regelung? Frau Dr. Lundershausen. Ja, Lundershausen, Bundesärztekammer. Diese Regelung sehen wir ausgesprochen kritisch und lehnen sie natürlich ab, weil es ganz klare Regelungen sowohl im Transfusionsgesetz dazu gibt. Wir haben im wissenschaftlichen Beirat einen Arbeitskreis, der sich ausschließlich mit diesen neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu entsprechenden Bluttransfusionen und Umgang mit Blutbestandteilen befasst. Wir sehen keinen Grund im Zusammenhang mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes, diese Richtlinienkompetenz der Bundesärztekammer aufzugeben, zumal wir eine unabhängige Organisation sind, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen handelt. Und das PAI und das RKI sind auch in der Vergangenheit in diesen Prozess mit eingebunden worden zu jeder Zeit. Es werden jetzt gerade wieder eine Novellierung dieser Richtlinie vorgenommen, was alle zwei Jahre geschieht. Und Ende Mai wird mit entsprechenden Ausführungen zu rechnen sein. Also wir lehnen das grundsätzlich ab und sehen im Moment dafür keine Handlungsoptionen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke. Ja, herzlichen Dank. Ich richte Sie an den Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Herrn Dr. Bornhofen. Können Sie uns bitte kurz einen aktuellen Sachstand zur Situation im öffentlichen Gesundheitsdienst im Hinblick auf die Corona-Pandemie geben? Und sind aus Ihrer Sicht die Voraussetzungen für das Vorliegen einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach wie vor gegeben? Herr Dr. Bornhofen. Ja, guten Tag. Leider klappt bei mir das Bild nicht. Aber ich bin es trotzdem. Ich grüße Sie alle. Die Gesundheitsämter sind jetzt nach einem Jahr im Kampf sozusagen doch sehr angeschlagen und müde. Und es ist nach wie vor schwer, Nachwuchs zu gewinnen, weil die Situation, die Bezahlungssituation bei den Ärzten so schwierig ist. Aber mal abgesehen davon freuen wir uns natürlich, dass jetzt die Zahlen auch etwas runtergehen. Sie gehen nicht überall gleichmäßig runter, wie Sie hier sehen. Es gibt einzelne Orte, die natürlich nach wie vor sehr stark belastet sind. Aus unserer Sicht besteht weiter das Vorliegen einer Lage von nationaler Tragweite. Und ich würde mich auch nicht blenden lassen davon, dass es jetzt ein bisschen runtergeht. Wir müssen den Kampf, würde ich mal sagen, noch mindestens bis Ende November aufrechterhalten und schnell reagieren können. Denn erst Ende November wissen wir, wie sich das jetzt weiterentwickelt hat. Denn das Virus ist nach wie vor weit verbreitet und es hat ein R0 von 3. Das bedeutet, wenn wir weiter lockern und ihm die Chance geben, wieder hochzukommen, durch neue Varianten, durch neue Dinge, die wir noch gar nicht kennen, dann wird es schnell wieder hochgehen. Vielen Dank erstmal. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dietrich Mohnstadt. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände und die Bundesärztekammer. Was halten Sie davon, dass Nachtragungen in einem digitalen Impfausweis oder auch normalen Impfausweis künftig auch von Apothekerinnen und Apothekern vorgenommen werden können? Achten Sie das als geeignet, um angesichts der voraussichtlich hohen Nachfrage für diese Leistungen einen zusätzlichen Ansturm auf Arztpraxen bzw. die Impfzentren zu verhindern?
Wie bewerten Sie die Einbeziehung der Impfzentren in den Kreis der zum Eintrag Verpflichteten? Danke sehr. Herr Dr. Schmitz. Ja, Sebastian Schmitz für die Abteilung. Ja, wir erwarten auch eine stark steigende Nachfrage nach Aktualisierung der Impfausweise. Das wird sich aus zwei Quellen speisen. Zum einen wegen der insgesamt höheren Aufmerksamkeit für die Bedeutung von Impfungen, aber natürlich auch wegen der erstrebten Erleichterungen gegenüber den Beschränkungen in der Pandemie, für die ich einen Nachweis führen muss. Wir gehen deshalb davon aus, dass es einen sehr starken Antrag geben wird auf die Stellen, die bisher diese Nachtragung vornehmen können. Die Apotheken können hier sicher einen guten Beitrag leisten. Es ist ein niederschwelliger Zugang bei den Apotheken vorhanden. Technische Voraussetzungen werden auch gegeben, sodass wir das Angebot machen können, hier zusätzlich zu den Ärzten und zu dem eigentlich zuständigen öffentlichen Gesundheitsdienst diese Leistung anzubieten. Zu den Impfzentren, in diesem Verfahren sind wir selbst nicht organisatorisch eingebunden, weil das Länderangelegenheit ist, ist für uns die Bewertung schwer. Mir scheint auf den ersten Blick, dass das vor allem eine Kapazitätsfrage ist und die Frage ist, ob in den Impfzentren zusätzliche Aufgaben wahrgenommen werden sollen oder ob diese Impfzentren sich nicht besser auf die eigentliche Aufgabe der schnellen Durchführung der Impfung beziehen sollten und konzentrieren sollten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Ludershausen. Ja, vielen Dank. Also wir sehen diese Regelung kritisch, denn im Zuge der Impfdokumentation nimmt ja in der Regel der impfende Arzt, die impfende Ärztin die sichere Eintragung aller notwendigen Daten in den Impfausweis vor. Und von dieser grundsätzlich richtigen Regelung sollte aus Sicht der Bundesärztekammer hier nicht abgewichen werden. In begründeten Ausnahmefällen ist das sicher möglich. Die Impfzentren haben ja auch dort, wo geimpft worden ist, entsprechend schon eingetragen und können das auch weiterhin machen. Wenn wir allerdings von einem ja noch nicht etablierten QR-Code reden, dann wird es kompliziert. Also wenn dann jeder Mensch, der geimpft worden ist, nochmal in die Arztpraxis oder ins Impfzentrum zurückkommt und damit der doppelte Ansturm sozusagen entsteht, sehen wir das ausgesprochen kompliziert. Es wäre die Frage, ob der vielleicht zukünftig vorhandene QR-Code postalisch dem entsprechenden Geimpften zugeschickt werden kann. Ansonsten, wie gesagt, trägt der Arzt, der impfende Arzt, ja jetzt auch schon in den Impfausweis ein. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich. Ich richte meine Frage an den Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Der Deutsche Bundestag hat das Infektionsschutzgesetz im November vergangenen Jahres um einen Paragraphen 28a mit besonderen Schutzmaßnahmen für die Corona-Pandemie ergänzt. In Absatz 3 heißt es unter anderem, dass bei einer landesweiten Überschreitung eines Schwellenwertes von über 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen landesweit abgestimmte, umfassende, auf eine effektive Eindämmung des Infektionsgeschehens abzielende Schutzmaßnahmen anzustreben sind. Inwieweit sehen Sie diese Vorgabe zur nachhaltigen Eindämmung in den vergangenen Tagen als erfüllt an? Herr Dr. Bornhofen. Ja, das Problem bei dieser Regelung ist, wir haben einmal eben den 28b, der ja ab 100 arbeitet, und dann haben wir nochmal diesen Zwischenteil zwischen 28a, zwischen 50 und 100. Und durch die landesweiten Regelungen ist es natürlich gibt es sehr große Unterschiede. Es ist immer die Rede vom Flickenteppich. Aus Sicht der Gesundheitsämter wäre auch hier eine einheitlichere Regelung sinnvoll. Vielen Dank. Rudolf Henke. Ja, ich möchte mich an den GKV-Spitzenverband und den PKV-Verband Dr. Helstele und Dr. Reuter wenden und die Frage aufrufen nach der Neuregelung über die Erstattung der Zahlungen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds für das Testen und Impfen durch den Bund für das Jahr 2021. Wie bewerten Sie diesen vorgesehenen Änderungsantrag? Ich darf dem GKV-Spitzenverband das Wort geben. Hesseler GKV-Spitzenverband, vielen Dank. Wir begrüßen diese Regelung nachdrücklich.
Hierzu kann ich zu der Begründung im Änderungsantrag 1 ein paar konkretisierende Ergänzungen geben zum besseren Verständnis. Die problematisierte Unterschreitung der Mindestreserve des Gesundheitsfonds sehen wir tatsächlich auch bei rund 3 Milliarden Euro. Hiermit werden die Krankenkassen dann unmittelbar im Jahr 2022 belastet. Warum? Nun, die garantierten Zuweisungen der Krankenkassen werden bestimmt durch die vom Schätzerkreis erwarteten Einnahmen des Gesundheitsfonds für das kommende Jahr. Hiervon ist allerdings abzuziehen der erforderliche Betrag zur Wiederauffüllung der Mindestreserve. Und die damit einhergehende Kürzung der Zuweisungen würde bei dieser Dimension eine Erhöhung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes im Jahr 2022 um rund 0,2 Beitragssatzpunkte erforderlich machen. Das heißt, die Regelung ist notwendig, um diesen zusätzlichen Anstieg zu verhindern. Die Regelung ist aber zugleich auch richtig, denn die nach der Test- und Impfverordnung zu leistenden Ausgaben des Gesundheitsfonds und damit der GKV dienen dem Infektionsschutz in der Corona-Pandemie und damit der Gefahrenabwehr, sind somit Aufgabe des Staates und nicht der Krankenkassen. Und wir bitten Sie deshalb, diese Erstattung der Ausgaben aus Bundesmitteln zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Helsele. Dann gebe ich jetzt das Wort Herrn Dr. Reuter. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Florian Reuter für den PKV-Verband. Wir begrüßen den Änderungsantrag. Symptomloses Testen und auch Impfen sind, wie auch der Kollege vom GKV-Spitzenverband schon ausgeführt hat, Maßnahmen des Infektionsschutzes, deswegen allgemeine Staatsaufgabe. Und es ist daher richtig, dass hiermit nicht die Beitragszahler, sondern der Steuerzahler zur Finanzierung beiträgt. Deswegen begrüßen wir die Regelung und sie sollte auch Vorbild sein für andere Regelungen mit versicherungsfremden Aufwendungen zur Bekämpfung der Pandemie, etwa im Bereich der Pflegeversicherung, wo auch immer noch der Beitragszahler und nicht der Steuerzahler zur Kasse gebeten werden, obwohl es sich um allgemeine Staatsaufgaben handelt. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dietrich Mondstadt. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage möchte ich an das Deutsche Rote Kreuz richten. Sie fordern über eine Änderung in § 2 Absatz 4 des Gesetzes über das Deutsche Rote Kreuz zu ermöglichen, dass die DRK-Schwesternschaften auch weiterhin Pflegekräfte aus Drittstaaten ausbilden oder nach deren durchgeführten Anpassungslehrgängen und erfolgter Anerkennung als hauptberuflich tätige Mitglieder der DRK-Schwesternschaften bei Kooperationspartnern unbefristet einsetzen zu können. Können Sie das bitte begründen? Danke sehr. Herr Jochers. Vielen Dank, Joris, Deutsches Rotes Kreuz, guten Tag. Die Schwesternschaften, der Verband der Schwesternschaften innerhalb des Deutschen Roten Kreuzes unterliegen einem speziellen Status, der damit zusammenhängt, dass das DRK Aufgaben nach dem DRK-Gesetz wahrnehmen muss, für die es Personal vorzuhalten hat. Und in diesem Zusammenhang unterliegen die Schwestern und die Angehörigen der Schwesternschaften besonderen Regelungen schon heute. Sind diese im DRK-Gesetz aufgeführt. Und das wollen wir auch auf diesen Bereich ausgedehnt sehen, damit der Einsatz auch in Krisensituationen entsprechend ermöglicht wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben noch 2 Minuten und die nächste Frage stellt Michael Henrich. Ich richte meine Frage an den Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Vorgesehen ist, dass Flugreisende schon vor ihrer Abreise im Ausland nach Deutschland gegenüber den Beförderern ein ärztliches Zeugnis oder Testergebnis vorzulegen haben, um nachzuweisen, dass keine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt. Wie ist Ihre Positionierung zu dieser Regelung? Herr Dr. Bornhofen. Ja, Bornhofen, wir begrüßen diese Regelung, denn auf diese Weise können Infektionen, die sich praktisch schon im Land ereignet haben, nachgewiesen werden. Allerdings sollte man sich da nicht in der trügerischen Sicherheit wiegen, denn gerade beim Abschied nehmen kommen nochmal oft enge Kontakte zusammen zustande. Deswegen sollte auch später dann eben nochmal ein Test durchgeführt werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die SPD-Fraktion. Und die erste Frage stellt Sabine Dittmar. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie. Wie bewerten Sie die mit dem Änderungsantrag 2 vorgesehene Übertragung der Richtlinienbefugnis zur Feststellung des Standes von Wissenschaft und Technik zur Gewinnung von Blut- und Blutbestandteilen von der Bundesärztekammer auf das Paul-Ehrlich-Institut? Ich darf der Gesellschaft das Wort erteilen. Wir haben leider keinen Namen vorliegen. Dann kann vielleicht die Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie das beantworten. Ja, sehr gerne. Hubert Schriezenmeier, Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie. Diese Änderung sehen wir äußerst kritisch. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer steht für ein einzigartiges Fachgremium mit einer sehr hohen wissenschaftlichen und fachlichen Kompetenz über die gesamte Breite der Ärzteschaft. Nur dieser breit verankerten interdisziplinären Kompetenz verdanken die Richtlinien ihre unbestrittene Legitimation. Die Richtlinien, sowohl die Richtlinie Hämotherapie als auch die Querschnittsleitlinie, gelten als Maß für ärztliches Handeln. Und insbesondere ist auch für diese Richtlinienkompetenz in § 18 des Transfusionsgesetzes zu beachten, dass die Anwendung von Blutprodukten und Plasmaderivaten eine besondere Aufgabe ärztlichen Handelns ist. Die verschiedenen Aspekte, die hier geregelt werden, reichen von Auswahl und Zulassung von Spendewilligen bis zu vielen Details in der Anwendung von Blutprodukten. Und hier sollte die, wie schon betont, multidisziplinäre Kompetenz der Ärzteschaft über den wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer weiterhin eingebunden bleiben. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Hilde Mattheis. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Lesben- und Schwulenverband. Und ich bitte Sie auch um Bewertung des Änderungsantrags 2, die Richtlinienbefugnis zur Feststellung des Standes von Wissenschaft und Technik zur Gewinnung von Blut- und Blutbestandteilen von der Bundesärztekammer auf das Paul-Ehrlich-Institut zu übertragen. Ich darf dem Lesben- und Schwulenverband das Wort geben. Man hat keine Person gemeldet. Ich vermute, dass die nicht teilnehmen. So schlecht ist das. Dann, Herr Vorsitzender, würde ich bitten, den Deutschen Hämophiliengesellschaft das Wort zu erteilen. Ja. Beantwortung der Frage. Haben wir eben schon versucht, die scheinen auch nicht dabei zu sein. Dann nehmen wir die Transfusionsmedizin, Herrn Schriezenmeier. Ist das in Ordnung? Zur Bekämpfung von Blut und die sind auch nicht da. Da hat sich auch niemand. Ja. Oder? Also dann darf ich der Gesellschaft. Dann ziehe ich diese Frage komplett zurück. Meine Frage geht dann an den Caritasverband und ich frage den Caritasverband zu einer anderen Thematik, und zwar im Gesetzentwurf sind für bestimmte Einrichtungen zur Aus- und Weiterbildung Ausnahmen von den Beschränkungen im Bildungsbereich unter der sogenannten Bundesnotbremse geregelt. Wie bewerten Sie diese Regelung und sehen Sie hier weitergehenden Handlungsbedarf? Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für die Caritas. Vielen Dank, Frau Mattheis, für die Frage. Wir bewerten die Regelung grundsätzlich als positiv. Es ist sinnvoll, die Ausbildungsstätten zum Beispiel für die Berufsauszubildenden in der Daseinsvorsorge, Polizei, Feuerwehr etc. von den Regelungen auszunehmen, da dieses Personal sowohl die Lehrkörper als auch die Auszubildenden schon weitestgehend auch geimpft sind. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Schulen des Gesundheitswesens. Und hier brauchen wir dringend eine Ausnahme, beispielsweise für die Pflegeschulen.
In den Pflegeschulen ist das Lehrpersonal geimpft, sind die Auszubildenden geimpft, die haben ja auch Praxiseinsätze zu absolvieren und insoweit geht von ihnen keine Infektionsgefahr aus. Und wir bitten dringend, um die Ausbildung hier nicht zu gefährden, vor allem die Mittelkurse, die auch Präsenzanteile unabdingbar erfordern und nicht auf digitale Formate allein abstellen können, dass hier auch im Bundesgesetz eine Ausnahmeregelung geschaffen wird im 28b Absatz 3. Als eigene Nummer 4 sollte ergänzt werden, staatliche oder staatlich anerkannte Schulen des Gesundheitswesens. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Heike Behrens. Dankeschön. Meine Frage geht an Herrn Dr. Keller von der GEW. Es gibt die Forderung, dass auch außerschulische Einrichtungen der kulturellen Kinder- und Jugendbildung von der Regelung des § 28b Absatz 3 Infektionsschutzgesetz für den Bildungsbereich erfasst werden sollten. Einrichtungen der kulturellen Kinder- und Jugendbildung wurden bisher vielfach als Kultureinrichtungen betrachtet und unterlägen deshalb den strengeren Einschränkungen für den Bereich Kultur, obwohl ihre Bildungsangebote bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte, wie sie für Schulen gelten, durchgeführt werden könnten, also beispielsweise wie beim Wechselunterricht. Wie bewerten Sie diese Forderung? Herr Dr. Keller. Ja, Dres Keller, GEW, vielen Dank für die Frage. Also wenn man sich die vorgeschlagene Änderung von Absatz 3 des § 28b anschaut, dann stellt man ja fest, dass hier als neuer Ansatz die Bildungseinrichtungen differenziert betrachtet und behandelt werden. Das ist im Prinzip auch ein richtiger Ansatz. Was aus Sicht der GEW allerdings falsch ist, dass im allerersten Satz des Absatzes 3 nur ein Teil der Bildungseinrichtungen genannt werden. Der Satz, der vorgibt, dass angemessene Schutz- und Hygienekonzepte eingehalten werden müssen und dass der Präsenzunterricht nur dann erlaubt ist, wenn Lehrkräfte, aber auch Schülerinnen und Schüler oder man könnte allgemeiner formulieren Bildungsteilnehmerinnen und Bildungsteilnehmer, Studierende und so weiter, zweimal die Woche getestet werden. Ich halte das für einen Webfehler dieses Gesetzes, dass man diesen Satz nicht auf alle Bildungseinrichtungen erstreckt. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass man ich glaube, die meisten machen es auch, ohne dass es im Gesetz steht, aber es sollte selbstverständlich sein, dass man diese Standards einhält und dass man auch eine Impfpflicht macht, wenn man Bildungseinrichtungen öffnet. Und dieser Satz sollte sich im Prinzip auf alle Bildungseinrichtungen erstrecken. Die Frage nun der Abgrenzung, was ist eine Kultureinrichtung, was ist eine Bildungseinrichtung, die muss man sicher im Einzelfall nochmal genauer durchleuchten. Wenn eine Einrichtung im Kern eine Bildungseinrichtung ist, und dazu gehört natürlich auch kulturelle Bildung, dann sollte sie nach meiner Auffassung auch von dieser Vorschrift hier erfasst werden. Aber vor allem ist es wichtig, dass man die Bildungseinrichtungen, die in dem ersten Satz fehlen, die Hochschulen, aber auch die Weiterbildungseinrichtungen hier mit erwähnt, weil die fallen jetzt im Moment durchs Raster, diese Vorgabe, Hygienestandards und Schutzkonzepte zu entwickeln und einzuhalten und eine Testpflicht zu machen. Die gilt für diese Einrichtungen im tertiären und quartären Bereich leider aktuell gar nicht. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Sabine Dittmar. Danke, die geht an die Hochschulrektorenkonferenz. Wie bewerten Sie die Testvorgabe für Studierende im Gesetzentwurf? Welche Teststrategien gibt es an Hochschulen und wie bewerten Sie die praktische Umsetzung? Ganz herzlichen Dank, Jens-Peter Gaul, Hochschulrektorenkonferenz. Wir begrüßen insgesamt ja den Novellierungsvorschlag des Gesetzes sehr nachdrücklich. Nochmal kurz zur Erinnerung, wir haben über 400 Hochschulen, 20.000 Studienangebote, die sich eben nicht in Klassenverbänden vollziehen und deswegen auch vom Wechselunterrichtsmodell auch gar nicht erfasst werden können. Grundsätzlich ist es so, das will ich sehr deutlich sagen, die Hochschulen haben bereits in Absprache mit den zuständigen Landesbehörden sehr differenzierte Hygienekonzepte, die sie auch zur Anwendung bringen. Und das ist aus unserer Sicht ein Problem bei diesem Gesetz. Es ist natürlich richtig, das getestet werden muss, auch an den Hochschulen. Aber diese Testkonzepte müssen differenziert sein. Die Aussage zweimal pro Woche getestet
passt auf die Hochschulsystematik schlicht nicht, sondern hier wird es darauf ankommen, das wäre unsere Bitte, diese Verantwortung dort sozusagen zu platzieren, wo sie auch schon erfolgreich ausgeübt worden ist, nämlich im Bereich der Länder in Zusammenarbeit mit den Hochschulen. Es kann also sein, dass in einer bestimmten Studiensituation mehrmals getestet werden muss als zweimal in der Woche. Es kann aber auch sein, dass zweimal zu viel ist. Also Sie haben hier eine Differenzierungsanforderung, der Sie nachkommen müssen. Die Hygienekonzepte an den Hochschulen sind sehr ausführlich und haben sich jetzt anderthalb Jahre bewährt. Insofern würden wir bitten, diese Verantwortung bei Hochschulen und bei den Ländern für eine entsprechende Differenzierung zu verankern. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Gaul. Die nächste Frage stellt Hilde Mattheis. Danke. Meine Frage richtet sich an die Gesellschaft für Virologie. Mit dem Änderungsantrag 1 wird vorgeschlagen, dass unter anderem die Corona-Impfverordnung des Bundes bis zu einem Jahr nach Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite weiter gelten und dabei verändert werden kann. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag, insbesondere im Hinblick auf eine nationale und internationale Herausforderung in der Covid-19-Impfkampagne? Herr Stamminger. Ja, Thomas Stamminger, Gesellschaft für Virologie. Also grundsätzlich würde ich diesen Vorschlag sehr begrüßen. Also ich denke, dass nach wie vor die Impfverordnung aufrechterhalten werden sollte. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Heike Behrens. Meine Frage geht an den Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Wie bewerten Sie den Regelungsvorschlag, dass Nachtragungen in einen Impfausweis auch von Apothekerinnen und Apothekern vorgenommen werden sollen? Herr Dr. Bornhofen. Sie haben eventuell Ihr Mikro nicht eingeschaltet. Soll man die Frage kurz zurückstellen? Ja. Dann richte ich die Frage an den Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker. Die haben abgesagt. Also dann Bundesärztekammer bitte. Dann Frau Dr. Lundershausen. Ja, ich hatte das ja vorhin schon gesagt. Wir sehen das kritisch, weil normalerweise die Eintragung im Impfausweis vom impfenden Arzt vorgenommen wird. Und ergänzend zu dem, was ich vorhin dazu schon gesagt habe, ist der Weg ja auch unklar. Es muss ja die Beweiskraft da sein, dass derjenige auch geimpft ist. Und das muss ja irgendwie beim Apotheker auch ankommen. Also wir sehen das sehr kritisch, weil es grundsätzlich die Aufgabe des impfenden Arztes ist, in Impfzentren gleichermaßen vorgenommen wird von den dort Tätigen, wie es auch in den Arztpraxen, die impfen, derzeit vorgenommen wird. Und wir sehen das sicher auch so, dass das bei den Betriebsärzten dann in Zukunft auch nicht anders sein wird. Also insofern eine kritische Stellung dazu. Dankeschön. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die AfD-Fraktion und die Frage stellt Herr Spangenberg. Ja, meine erste Frage geht an Professor Werner Bergholz von International Standard Consulting. Professor Bergholz, im Gesetzentwurf sollen Hygienekonzepte für den Präsenzunterricht in Schulen geregelt werden. Sie haben in Praxis, Forschung und Lehre viele Jahre Erfahrung im Risiko- und Qualitätsmanagement und haben sich bezüglich des Infektionsgeschehens von Covid-19 statistische Daten bei Kindern bzw. Schülern angesehen. Die Frage, wie beurteilen Sie auf dieser Grundlage das Infektionsrisiko, das vom Präsenzunterricht in Schulen ausgeht? Herr Dr. Ja. Professor Dr. Berghold. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe mir die Daten angeschaut vom Robert-Koch-Institut und an sich würde ich jetzt gerne eine Präsentation Ihnen zeigen. Ich bin nicht sicher, man die sieht. Ich kann ja schon mal anfangen. Ich habe mich also nicht auf die Daten, die Fallzahlen konzentriert, sondern das, was eigentlich
für die Gesundheit wichtiger ist, nämlich Hospitalisierung und Versterben. Und wenn man sich das anschaut für die relevanten Lebensalter, dann sieht man jetzt die Präsentation. Kann das irgendjemand mal bestätigen? Also man sieht die Präsentation, es ist eher ungewöhnlich. Ich würde es jetzt einmal zulassen, dass wir es so machen. Okay, also Sie sehen an den roten Pfeilen unten die untere Kurve, das sind die 0 bis 14-Jährigen. Man sieht, das ist Strichbreite im Vergleich zu allen anderen. Das heißt, wir halten als erstes mal fest, es erkranken ausgesprochen wenige Schüler und Schülerinnen. Und wenn wir da weiter uns anschauen, bei den Verstorbenen, das ist da rechts oben eingekreist, das sind 19 Menschen von im Vergleich zu über 80.000 und auch im Vergleich zu gut 2.000, die in diesem Lebensalter aus anderen Gründen versterben. Das hat mich jetzt selber überrascht, dass das so gering ist. Also wir können festhalten, diese Lebensalter sind relativ geringen Risiken ausgesetzt. So, jetzt stütze ich mich auf eine Untersuchung, die die Kollegen von der LMU in München durchgeführt haben. Die haben also, sagen wir mal, die ganzen Unzulänglichkeiten an den Fallzahlen durch ein sehr geschicktes Verfahren vom Institut der Statistik herausgerechnet. Und ich möchte jetzt nur Ihre Aufmerksamkeit lenken auf diese beiden linken Grafiken, wo die roten Ellipsen sind. Das deutet an, wie viel tragen die Jüngeren in dem entsprechenden Alter zu den Infektionen in den anderen Altersgruppen bei. Und man sieht, das liegt alles um die Null, also im Rahmen der Statistik. Und wenn Sie rechts hinschauen, da haben die Kollegen noch etwas sehr Geschicktes gemacht. Die haben sich angeschaut, wie häufig sind denn eigentlich die Kontakte unter den einzelnen Altersgruppen. Und rot ist halt so ganz häufig und hellgelb ist wenig. Und insofern sieht man, Kinder und die älteren vulnerablen Gruppen kommen sehr selten zusammen. So, letzte Folie in dem Zusammenhang. In der Untersuchung des Robert-Koch-Instituts wieder sehen Sie eine Pareto-Darstellung. Wo finden die Infektionen statt? Der Pfeil zeigt Ausbildungsstätte, also Schulen und Ähnliches. Und wir sehen da in etwa 2% Beitrag. Und das war vor allen Maßnahmen im Herbst. Und jemand hatte ja vorhin gesagt, müssen wir mal schauen, was im Herbst passiert. Da können wir sicher sein, dass das Infektionsgeschehen natürlich für alle Infektionskranken, die in der Richtung Grippe gehen, wieder ansteigen wird. Es waren 2%. Also ich fasse nochmal zusammen. Für mich selber überraschend, das Risiko ist im Vergleich ziemlich gering für die Betroffenen und auch für die älteren Altersgruppen und absolut gesehen auch. Und dagegen muss man natürlich jetzt das Risiko sehen, die von diesen Tests ausgehen. Da sage ich jetzt nichts, außer dass jedem klar sein muss, in diesen Tests sind Nanomaterialien drin. Und Nanomaterialien, ich arbeite da in dem ISO- und IEC-Institutionen mit, die sind von der Gefährlichkeit grundsätzlich so einzustufen wie schwach radioaktive Stoffe. Also diese beiden Risiken müsste man im Detail abwägen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch 2 Minuten und die nächste Frage stellt Herr Spangenberg. Die stellt Herr Oehme. Nein. Entschuldigung, da genau, das war auch so angekündigt, Herr Oehme. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht auch nochmal an den Professor Bergholz. Als Kennzahlen für das Infektionsgeschehen spielen im Gesetzentwurf auch wieder die Inzidenz und zusätzlich der R-Wert eine Rolle. Wie beurteilen Sie die Aussagekraft dieser beiden Kennzahlen? Danke. Herr Professor Dr. Bergholz. Ja, also das habe ich ja schon letzten Oktober hier in diesem Ausschuss kritisiert, dass zum Beispiel die Kennzahl nach mathematisch falsch, absolut falsch konstruiert ist. Vereinfacht gesagt, ich teste einfach in einer Woche doppelt so viel wie in der Vorwoche und habe dann in Näherung plötzlich die doppelte Inzidenz, ohne dass das transparent ist, weil in den Land- und Stadtkreisen ist die Zahl der Testungen nicht bekannt. Es ist also einfach
falsch. Es gibt keine Normung dieser Tests. Ich habe das auch nochmal nachvollzogen aufgrund verschiedener Anfragen. Da macht wirklich jedes Labor, was es will, und es werden auch nicht die Falsch-Positiven abgezogen. Für Herbst und Winter habe ich das mal abgeschätzt. Da sind in etwa ein Viertel der Fälle sind falsch positiv. Und was auch auffällt, da schauen Sie bitte mal die Grafik an, für die sogenannte dritte Welle klaffen die Inzidenzen oder die Fallzahlen und die Hospitalisierung immer weiter auseinander. Da ist also irgendetwas Erklärungsbedürftiges im Busch. Und zu dem R-Wert möchte ich nur Folgendes bemerken, der wird ja ausgerechnet aus dem Quotienten 7 Tage Mittelwert der vergangenen 7 Tage geteilt durch den 7 Tage Mittelwert 7 Tage davor. So, wenn wie im Moment die Inzidenzen runtergehen oder die Fallzahlen, dann ist der natürlich kleiner als 1. Da werden wir aber irgendwann hoffentlich in ein konstantes Geschehen einbiegen und dann wird er wieder 1. Also eine zuverlässige Abwägung kleiner als geht gar nicht. Herr Professor Dr. Bergholz, die Zeit für das Fragerecht der AfD ist abgelaufen und das Fragerecht geht jetzt an die FDP-Fraktion und die Frage stellt Frau Aschenberg-Duknos. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht auch noch mal an die Bundesärztekammer, an Frau Dr. Lundershausen. Sie haben ja schon bezüglich des Nachtragens in den Impfausweis durch Apothekerinnen und Apotheker dargelegt, dass Sie die Regelung nicht für sachgerecht halten. Meine Nachfrage wäre noch mal, wie sieht denn ganz konkret Ihr Nachbesserungs- und Ihr Optimierungsvorschlag aus? Vielen Dank. Frau Dr. Lundershausen. Ja, ganz klar. Ich musste mich erst wieder einschalten. Vielen Dank für die Frage, die ich allerdings nicht vollumfänglich verstehe. Sie meinen, wie man besser mit diesem Eintragen in den Impfausweis umgehen könnte? Ja, genau, aus Ihrer Sicht. Ja, ich gehe erstmal davon aus, dass diejenigen, die geimpft sind, ja bereits einen Eintrag im Impfausweis haben. Und wenn sie in den Impfzentren zum Beispiel und in der Arztpraxis keinen Impfausweis mit haben, dann kriegen sie eine Bescheinigung, dass sie geimpft sind und können sich das natürlich dann in einen entsprechenden Impfausweis übertragen lassen. Also insofern, es geht ja niemand von einer Impfstelle oder aus einer Praxis heraus, der diesen Eintrag nicht bekommen hat. Jeder hat ja einen Nachweis dafür. Die andere Frage ist, wie man das umsetzen will, wenn man es elektronisch machen will. Da muss ich ehrlich gestehen, fehlt mir im Moment auch die Fantasie, weil es ja doch sehr kompliziert sich gestalten wird. Und da fehlt uns eben eigentlich eine entsprechende App, in die man das schon immer hätte einpflegen können. Aber das ist natürlich Vergangenheit und das können wir auch nicht aufholen. Man kann nur entsprechende Dinge entwickeln für die Zukunft, ob man es in Zukunft in ein elektronisches Format überführen kann. Aber genaue Vorstellungen gibt es von unserer Seite dazu im Moment auch nicht, zumal ja alles mit sehr viel Arbeit verbunden ist und natürlich auch mit entsprechenden finanziellen Aufkommen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so zunächst erstmal genügt. Frau Aschenberg-Duknos. Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an den Bundesverband der Arzneimittelhersteller. In Ihrer Stellungnahme gehen Sie ja auch auf die Haftungsfragen mit Blick auf Schadensersatzansprüche gegenüber pharmazeutischen Unternehmen für etwaige Impfschäden ein. Können Sie das hier bitte noch mal genauer erläutern? Vielen Dank. Herr Schmitz. Ja, guten Tag. Andreas Schmitz für den Bundesverband der Arzneimittelhersteller. Also Impfstoffe sind natürlich Arzneimittel und grundsätzlich ist da natürlich § 84 fortfolgende im Arzneimittelgesetz maßgebend, also die Haftungsregelungen, die eben verschuldensunabhängig Kausalitätsvermutung gilt. Ich muss eine Deckungsvorsorge haben. Diese relativ strengen Regelungen gelten natürlich. Jetzt haben wir natürlich, wie wir ja alle wissen, derzeit eine besondere Situation, eine Pandemieregelung. Und da gibt es derzeit befristet die MedBVSV, also die medizinische Bedarfsversorgungssicherstellungsverordnung.
die gewisse Ausnahmen von Vorschriften aus dem Arzneimittelgesetz eben vorsieht oder ermöglicht, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass der Bund bzw. das Bundesministerium für Gesundheit oder entsprechend beauftragte Stellen Arzneimittel oder auch, was ja auch gemacht wird, Impfstoffe eben beschafft. Eine der Ausnahmen, die dort geregelt sind, betreffen beispielsweise die Situation, dass das BMG keine Deckungsvorsorge vorhalten muss. Der pharmazeutische Unternehmer natürlich, selbstverständlich. Einige der Ausnahmen betreffen aber beispielsweise auch die Kennzeichnung oder die Packungsbeilage oder Fachinformation. So sind Impfstoffe zu Beginn auch in englischer Sprache eben in Verkehr gebracht worden. Und wenn sich aus diesem spezifischen Risiko eben einen Schaden ergibt, dann ist der Paragraph 84 nicht einschlägig. Es sei denn, der pharmazeutische Unternehmer hätte eben Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Also da muss dann schon sehr viel falsch gelaufen sein. Insofern der Bogen jetzt geschlossen eben zu dem, was im Infektionsschutzgesetz klargestellt worden ist. Es ist natürlich auch von unserer Seite aus sehr zu begrüßen, damit die Versorgung möglicherweise eben durch Impfschäden betroffener Patientinnen und Patienten gewährleistet sein kann. Natürlich sehr gut auch die Rückwirkung eben auf den 27. Dezember, also wo das erste Mal geimpft worden ist, dass da also das über den Paragraph 60 eben das Bundesversorgungsgesetz mit seinen Vorschriften eben Anwendung findet. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hatte gerade den BHA mit der ABDA verwechselt, Frau. Frau Aschenberg-Duckner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine weitere Frage geht an die Caritas, an Frau Fix. Frau Fix, welche weiteren Regelungen müssten aus Ihrer Sicht im Infektionsschutzgesetz noch erfolgen? Vielen Dank. Frau Dr. Fix. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Aschenberg-Duckner, für die Frage. Ja, aus unserer Sicht sollte im Infektionsschutzgesetz als Änderungsantrag, dann würde es ein Artikelgesetz allerdings werden, auch eine Regelung für den Schutzschirm, für die Pflege und für die Reha- und Vorsorgeeinrichtungen rein. Konkret im Infektionsschutzgesetz hätten wir allerdings noch einen wesentlichen Handlungsbedarf, den wir schon lange sehen, nämlich dass die gesetzliche, eine gesetzliche Grundlage für die Corona-Warn-App geschaffen wird, um hier sozusagen das Vertrauen der Bevölkerung sicherzustellen. Und das scheint uns umso gebotener, für je mehr Funktionen die Corona-Warn-App künftig ausgestaltet werden soll, beispielsweise um eine Funktion digitaler Impfpass oder auch Nachweis von negativen Testergebnissen. Da kommen dann derart sensible Daten in die App, dass es aus unserer Sicht aus Datenschutzgründen dringend geboten ist, diesen Bereich dann auch gesetzlich zu regeln. Und deswegen würden wir uns dafür einsetzen, beispielsweise in einem 28D, wir haben auch einen konkreten Vorschlag gemacht, der dem Schweizer Gesetz nachgebildet ist, hier tatsächlich eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Aschenberg-Duckner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die nächste Frage geht an die PKV und betrifft den Änderungsantrag 1. Die Streichung der Beteiligung der PKV an den Impfkosten haben Sie ja schon positiv bewertet. Bedarf es aus Ihrer Sicht weiterer Änderungen, um den Versicherten der PKV, also analog zur GKV, von pandemiebedingten Ausgaben zu entlasten? Vielen Dank. Herr Dr. Reuter, Sie haben eine Minute. Ja, vielen Dank, Florian Reuter, für den PKV-Verband. Danke für die Frage. Wie gesagt, es kommt darauf an, dass hier versicherungsfremde Aufwendungen für die Pandemiebekämpfung nicht durch die Beitragszahler finanziert werden, sondern zutreffenderweise durch den Steuerzahler, wenn es sich um Aufgaben der Daseinsvorsorge handelt. Der jetzige Änderungsantrag betrifft die Aufwendungen für symptomloses Testen und Impfen. Eine entsprechende Regelung bedürfte es auch in der Pflegeversicherung, wo die Beitragszahler der privaten Krankenversicherung belastet werden mit den Aufwendungen für Mehreinnahmeausfälle und auch Testkosten in Pflegeeinrichtungen. In der GKV kommt hier der Steuerzahler auf, die PKV müsste es selber finanzieren. Auch hier wäre es folgerichtig, eine Änderung vorzunehmen, entsprechend dem Änderungsantrag, wie er jetzt vorliegt, dass auch hier der Steuerzahler für diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe aufkommt.
Vielen Dank. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die Fraktion Die Linke. Und die erste Frage stellt Herr Dr. Kessler. Nein, das müsste Herr Weinberg, aber es ist wahrscheinlich ein Übermittlungsfehler. Ich nehme mal an, Sie verstehen Herr mich, Weinberg, Wir verstehen Sie, Herr Weinberg. Gut, wunderbar. Meine Frage geht an die Caritas, Frau Dr. Fix. Sie haben das ja gerade schon mal angesprochen gehabt, halt mit dem Rettungsschirm, Corona-Schutzschirm für Pflegeeinrichtungen und die Reha-Einrichtungen. Mich würde nochmal interessieren, können Sie uns kurz und knapp den Handlungsbedarf in dem Bereich nochmal darstellen? Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für die Caritas sehr gerne. Herr Weinberg, vielen Dank für die Frage. Also beim Schutzschirm für die Pflege sehen wir ja durch den Impfschutz hier zunehmende Verbesserung der Situation in den Pflegeeinrichtungen, ambulant wie stationär im Allgemeinen. Dennoch ist es natürlich weiterhin notwendig, mit Schutzausrüstung zu operieren und insoweit entstehen Mehraufwendungen. Mehraufwendungen entstehen auch nach wie vor für das Testen. Und es gibt auch nach wie vor noch Mindereinnahmen, beispielsweise weil die Tagespflegen bei Weitem noch nicht voll ausgelastet sind, und zwar wegen des notwendigen Abstandsgebots. Insoweit sehen wir hier auch die Notwendigkeit, den Schutzschirm, der jetzt nur bis zum 30.06. geht, mit diesem Gesetz möglichst zu verlängern, denn ich sehe jetzt erstmal kein weiteres Gesetz im Gesundheitsbereich, was in der Pipeline wäre. Und bei den Reha- und Vorsorgeeinrichtungen sieht es auch noch etwas prekärer aus. Hier haben wir zwar sozusagen mit dem GPVG eine Möglichkeit der Nachverhandlung, die erweist sich aber in der Praxis schwierig. Hier bräuchten wir auch nochmal unterstützende Regelungen, damit hier auf Bundesebene Rahmenempfehlungen geschaffen werden, damit diese Nachverhandlungen auch wirklich möglich sind. Beispielsweise dahingehend, dass die Rahmenempfehlung sagt, welche Kalkulationsgrundlagen gibt es für die Mehrausgaben und die Mindereinnahmen. Und wir brauchen dringend eine Verlängerung der Ausgleichszahlungen, die nur noch bis zum Ende dieses Monats auf der Basis von 111d gelten, sodass wir also hier auch tatsächlich einen wirklich dringenden und großen Handlungsbedarf im Bereich der Reha und Vorsorge sehen. Erwähnen darf ich auch, dass die Testkosten in den Reha-Kliniken, also die Personalkosten für die Testungen, immer noch nicht übernommen werden, obwohl sie natürlich genauso nötig sind wie im Krankenhaus und in den Pflegeeinrichtungen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann gebe ich jetzt das Wort an Herrn Dr. Kessler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Unsere zweite Frage geht an den Chaos Computer Club. Ich habe leider keine Namensliste vorliegen. Sie haben seit Anfang März deutliche Kritik am Vorgehen beim digitalen Impfausweis geäußert. Können Sie uns bitte Ihre Kritikpunkte und Ihre Forderungen einmal kurz darlegen? Ja, guten Tag. Herr Marx. Entschuldigung, genau. Guten Tag, mein Name ist Matthias Marx. Ich spreche für den Chaos Computer Club. Nicht nur wir hatten geäußert, dass verschiedene Impfnachweise leicht fälschbar sind. Das dürfte auch niemanden überrascht haben. Der gelbe Impfausweis der WHO und verschiedene Ersatzformulare können leicht beschafft und auch selbst ausgedruckt werden. Und zumindest ein paar von uns werden ihren alten WHO-Ausweis nach kurzer Suche auch zu Hause finden. Dann muss man nur noch ein Chargenetikett nach Anleitung des Herstellers ausdrucken, aufkleben. Eine Chargennummer kann man sich dann ausdenken oder irgendwo abschreiben. Die Stempel sind auch nicht besonders. Dann noch drei Kreuze drunter und fertig ist der Impfnachweis. Also es gibt keinen Grund für einen Ausflug ins Darknet oder in zweifelhafte Telegram-Gruppen. Dann könnte man auf die Idee kommen, Digitalisierung, damit lösen wir das. Aber leider helfen digitale Impfnachweise auch nicht weiter. Sie werden wahrscheinlich nicht rechtzeitig verfügbar sein, frühestens Ende Juni. Die Technik steht noch nicht. Und dann müssen 55.000 Arztpraxen, hunderte Impfzentren und vielleicht auch die Apotheken angebunden werden. Dann haben die, die den Nachweis kontrollieren, womöglich gar nicht das größte Interesse an einer besonders gründlichen Prüfung. Dann stellt sich die Frage, warum man dann besonders fälschungssichere Nachweise braucht. Dann braucht es sowieso nicht digitale Alternativen, weil viele Menschen gar keine Smartphones benutzen. Und es stellt sich ebenfalls die Frage, wie die bereits Geimpften mit einem digitalen Impfnachweis versorgt werden. In einzelnen Fällen mag ein QR-Code per Brief funktionieren, aber nicht überall liegen die Adressdaten vor.
Zuletzt ist es natürlich so, dass die geschaffene Infrastruktur prinzipiell geeignet wäre, eine umfassende Überwachung der Bevölkerung zu ermöglichen. Zentrale Impfdatenbanken sind dabei besonders gefährlich und trotzdem wurden Datenschützerinnen weder rechtzeitig noch umfassend an der Entwicklung des Impfpasses in Deutschland beteiligt. Falls man trotzdem digitale Nachweise haben möchte, sollte man berücksichtigen, dass die Nutzung freiwillig sein muss. Es muss eine strenge Zweckgebundenheit geben. Insbesondere darf keine Datenweitergabe an Polizei oder Geheimdienste stattfinden, wie das jetzt schon von den üblichen Verdächtigen gefordert wird. Zuletzt darf das System nur so lange eingesetzt werden, wie es auch im Sinne der Pandemie wichtig ist. Weitere technische Anforderungen finden Sie in unserer schriftlichen Stellungnahme. Und abschließend möchte ich bemerken, dass der digitale Impfnachweis, wie er in Thüringen ausgestellt wird, weder sicher noch datenschutzfreundlich ist. Eine Prüfung ist nur online möglich, das heißt, Personen sind trackbar. Es könnten leicht falsche und scheinbar verifizierbare Bescheinigungen ausgestellt werden. Und ich kann den Impfstatus geimpfter Personen herausfinden. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und die erste Frage stellt Frau Schulz-Asche. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an Frau Dr. Fix von der Caritas. Glücklicherweise haben Sie ja schon sehr ausführlich zum Regelungsbedarf des Schutzschirms für Pflegeria und Vorsorgeeinrichtungen geantwortet. Deswegen möchte ich mich auf eine andere Gruppe konzentrieren. Wir haben jetzt in mehreren Anhörungen im Rahmen von Covid-19 gehört, dass es unzureichenden Schutz von Menschen mit aufenthaltsrechtlicher Illegalität und auch von Asylsuchenden gibt. Wie stellt sich deren Situation aktuell dar und welche hilft der anonyme Krankenschein oder sehen Sie weiteren Regelungsbedarf? Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für die Caritas. Ganz herzlichen Dank für die Frage und dass wir dieses Thema hier auch nochmal aufrufen dürfen. Ja, in der Tat, ich hatte auch schon in mehreren Anhörungen darauf hingewiesen, haben Menschen in aufenthaltsrechtlicher Illegalität nach wie vor erhebliche Probleme, weil ja ihre Daten, so sie im Gesundheitswesen sozusagen auffällig werden und erscheinen, dem Grunde nach an die Ausländerbehörde übermittelt werden, mit der Gefahr, dass dann natürlich eine Abschiebung erfolgt. Und das erschwert nach wie vor das Testen und das Impfen. Beim Testen ist es nun so, dass Menschen mit aufenthaltsrechtlicher Illegalität jetzt wenigstens also Zugang zu den kostenlosen Bürgertests haben. Das ist positiv in der letzten Testverordnung geschehen. Aber Praxis ist natürlich auch, wenn sozusagen dann ein Test positiv ist und eine Meldung ans Gesundheitsamt erfolgen muss, dann haben wir die Problematik, dass dann der Ausländerbehörde das gemeldet werden muss. Und bei den Impfungen sind diese Menschen noch gar nicht erfasst, sondern nur Menschen mit Wohnsitz in Deutschland oder Menschen mit gewöhnlichem Aufenthaltsstatus, was diese Menschen eben genau nicht sind. Also hier sehen wir auch Nachbesserungsbedarf. Und ich möchte nochmal mit Nachdruck sagen, der Lösungsweg kann einfach sein, im Infektionsschutzgesetz hier in Paragraph 16 jetzt zu ergänzen, dass Paragraph 87 Aufenthaltsgesetz nicht gilt. Dieser regelt diese Meldepflichten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schulz-Asche. Ja, meine nächste Frage richtet sich an Herrn Dr. Helsteller vom GKV-Spitzenverband. Weshalb ist es für die Krankenkassen so wichtig, dass ein möglicher ergänzender Bundeszuschuss 2022 noch in dieser Legislaturperiode abschließend gesetzlich bestimmt wird? Herr Dr. Helsteller. Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Die aktuell vorgesehene Regelung, einen ergänzenden Bundeszuschuss in Höhe von zunächst allerdings nicht ausreichenden 7 Milliarden dann zu erhöhen, wenn sich das Gesundheits- und Finanzministerium bei verbesserter Erkenntnis über die Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung darauf verständigen und der Bundestag dem zustimmt, könnte aus unserer Sicht an der Notwendigkeit scheitern, dass diese Zustimmung bis zum 1.11. diesen Jahres vorliegen müsste. Warum dieses Datum? Nun, an diesem Tag legt das Gesundheitsministerium den rechnerischen Zusatzbeitragssatz für das Jahr 2022 fest. Und die hier bei zugrunde gelegten Einnahmen des Gesundheitsfonds bestimmen die Zuweisungen, die die Krankenkassen im kommenden Jahr erhalten. Diese sind dann wiederum Grundlage für die Haushaltsplanung im November.
Wenn zu diesem Zeitpunkt noch keine verbindliche Regelung, also im Sinne einer Zustimmung des Bundestages vorliegt, kann der Schätzerkreis jedenfalls eine entsprechende Prognose nicht in der erforderlichen Höhe einfach vornehmen, ohne die Zustimmung des Bundestages oder ohne eine andere verbindliche Regelung. Und Sie als Abgeordnete wissen natürlich besser einzuschätzen, ob es dem neu gewählten Bundestag möglich ist, die Zustimmung für eine Erhöhung dann auch rechtzeitig zu erteilen. Sollte dies nicht der Fall sein, bedarf es einer gesetzlichen Regelung noch in der laufenden Legislaturperiode, um einen Beitragssatzanstieg in sehr deutlicher Höhe zu vermeiden. Die Finanzierungslücke für das Jahr 2022 schätzen wir mit 18 Milliarden ein. Davon sind bereits 3 Milliarden im Zusammenhang der Wiederauffüllung der Mindestreserve genannt worden, sodass verbleibende 15 Milliarden zu finanzieren sind. 7 Milliarden werden dafür nicht ausreichen. Vielen Dank. Frau Schulze-Asche. Ja, dann danke schön für die Antwort. Dann richte ich meine nächste Frage doch noch mal an Frau Elisabeth Fix von der Caritas. Und zwar, Kindertagesstätten gelten ja auch oder gehören zu den Bildungseinrichtungen. Wie bewerten Sie die Regelung des § 28b Absatz 3 und sehen Sie ja weiteren Handlungsbedarf? Frau Dr. Fix, Sie haben eine Minute. Ja, vielen Dank, Frau Schulz-Asche, für die Frage. Ja, wir sehen weiteren Handlungsbedarf. Zum einen sollten Kindertagesstätten als Bildungseinrichtungen in Schulen gleichgesetzt werden und dort auch eine Testpflicht verankert werden. Die ist im 28b Absatz 3 so nicht vorgesehen. Und der zweite Punkt betrifft die Notbetreuung. Hier hätten wir gerne auch eine bundesgesetzliche Regelung und nicht nach von den Ländern festzulegenden Kriterien erfolgende Regelungen zur Notbetreuung. Und diese Regelung, die sollten auch vorsehen, dass nicht nur, wenn Eltern erwerbstätig sind oder in der Ausbildung sich befinden, eine Notbetreuung möglich ist, sondern eben auch, wenn beispielsweise das Kindeswohl gefährdet ist oder auch Homeschooling aufgrund, sage ich mal, von beengten, prekären Wohnverhältnissen nicht möglich ist. Und das sollte hier auch bundeseinheitlich gesetzlich geregelt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei allen, die Fragen gestellt haben, bei den Sachverständigen. Wir sind am Ende unserer Anhörung angelangt. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Und die Mitglieder des Ausschusses, die werden heute noch mehrfach hier im Ausschuss präsent sein und weitere Anhörungen abarbeiten müssen. Ich schließe die Anhörung.